Es soll jetzt darum gehen, die Zahl Wurzel 30 mit dem Heron-Verfahren zu approximieren. Und wir erinnern uns, das Heron-Verfahren, das xn plus 1 gleich xn plus 12 durch xn durch 2, also dieses Verfahren gegen was, welche Zahl hat denn das hier approximiert? Was haben Sie das? Ja, bitte? Wurzel 12. So, wie muss das Gesetz heißen, damit ich Wurzel 30 approximieren kann? Ja? x1 plus 30 1 plus 2. So, was ist passiert im Vergleich zu hier? Dritte Reihe. Die 12 hat sich durch die 30 ersetzt. Genau, also hier an der Stelle steht wohl die Wurzel, die wir approximieren wollen. Das heißt, hier steht jetzt die 30. So, meine Frage, was ist x2 als Rechnung? Ja, bitte? 5 plus 6 durch 2 und das 5,5. Ich schreibe das anders. 5 plus 30 durch 5, weil 30 durch 5 steht ja hier. Und 30 durch 5 ist aber 6. Also es ist 5 plus 6 halbe und das ist 5,5. Jawohl, richtig. So, jetzt. Und jetzt brauchen wir das y2 nicht mehr rechnen. Wir rechnen jetzt nur noch das x3. x3. Wie geht das x3? Letzte Reihe. x3 plus x30 x2 durch 2. Jawohl, jetzt bitte mit Leben füllen, ist richtig. Ja, bitte. x3 gleich 5,5 plus 30 durch 5,5 durch 2. Jawohl, hat es irgendjemand gerechnet schon? Wir brauchen das möglichst genau. Dritte Reihe, bitte. 5,47272272272. Das war's? Gut. So, jetzt euer Job, das x4 rechnen. Also wobei hier steht noch ein ist gleich. An der Stelle muss ich aber gerundet schreiben. Als nächstes brauchen wir das x4. Ja, bitte? Das ist x3 plus 30 durch x30. So, jetzt, das kann ich nimmer einsetzen. Ja, das heißt, das, sorry, ist mir ein bisschen zu viel. Hat das schon jemand gerechnet? Erste Reihe, bitte. 3,01. Das ist sicher falsch. Die Werte bleiben alle ziemlich ähnlich. Wer jetzt bei 3 oder bei 8 landet, hat irgendeinen Punkt vor Strich nicht beachtet. Dritte Reihe. 5,47272575. Die Frage war ja vorhin, wie lange macht man das? Normalerweise steht da eine Anzahl dabei. Also bei, in unserem Falle steht dran, bis zum Wert y4, das y4 habe ich ja gar nicht mehr, ich habe nur das x4. Das heißt, eigentlich bin ich an dieser Stelle jetzt fertig. Weiter soll ich es nicht machen. Und jetzt gucken wir mal, wie genau das ist. Das heißt, ich würde jetzt gerne wissen, wie groß ist Wurzel 30 etwa. Sodass wir sehen, auf wie vielen Stellen genau das hinterm Komma ist. Ja, zweite Reihe. 5,47272575. Das heißt, ich habe es tatsächlich auf 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, auf 9 Stellen hinterm Komma genau gerechnet. Nach 4 Schritte. So, das war ein Heron-Verfahren. Aber wie gesagt, tut mir leid, in der Klassenarbeit werde ich es nicht fragen. Das Wichtige ist, dass ihr eben die Rekursion seht. Und Rekursion besteht aus zwei Dingen. Rekursion besteht aus einem Startwert. Das ist hier das x1 gleich 5. Und aus einem Bildungsgesetz. Und das Bildungsgesetz ist das, was quasi hier steht. In unserem Falle ist das xn plus 1 gleich xn plus 30 durch xn halbe. Rekursion besteht aus Startwert und Bildungsgesetz. Und das Interessante ist, dass wir das x4 nicht rechnen können, ohne das x3 gerechnet zu haben. Das x3 können wir aber nicht rechnen, ohne das x2 gerechnet zu haben. Ihr seht, man kann die Sachen nicht direkt rechnen,
sondern man muss erst, um das xn plus 1 zu rechnen, n Schritte bis zum xn rechnen.